Schnubbis, einen wundervollen Hello und herzlich willkommen hier aus der Küche mit ein bisschen Herbstdeko. Oh, guck mal, das wollte ich noch wegräumen. Wir machen heute eine Süßkartoffel-Chili-Suppe. Die hatte Schlo neulich im Restaurant. Die hat ihm sehr gut geschmeckt und ich hoffe, wir können das nachbauen. Wobei, ich habe die nicht probiert. Das war ein bisschen schade. Und wir machen dazu ein Eiweißbrot. Ich habe neulich eine Nachricht bekommen, ob ich ein Rezept hätte für ein Eiweißbrot. Und ich habe gesagt, nee, ich habe keins. Und deswegen habe ich mir ein Rezept rausgesucht mit Haferflocken, Haferklei, Quark und ein bisschen Körner. Und ich hoffe, dass das ein sehr leckeres Rezept wird. Wir starten mit dem Brot und heizen dafür unseren Backofen auf 180 Grad Umluft vor. Wir brauchen Le Magerquark 500 Grammos. Bist du so ein bisschen noch in Griechenland? Ja. 500 Grammos. Ja. My heart is still in Mykonos. Das war so schön, ihr Lieben. Das war so schön. Chat, nach meiner OP, wenn ich dann endlich wieder richtig laufen darf, dann gehen wir auf Instagram wieder Challenges an. Und Rabibi ist mit am Start. Okay. Ich möchte 10.000 Schritte, every day 3 Monate am Stück. Every day 3 Monate am ja. Stück. Wir sind am Arsch. Das wird nice. Das wird nice. So, wir fangen an, ihr Lieben, und packen einfach mal alle Zutaten in ein Schüsselchen und matschen das mit dem Löffelchen. 500 Gramm Magerquark. 5 Eier. Wir brauchen eine Küchenwaage. Und dann machen wir 200 Gramm Haferkleie rein und 100 Gramm Haferflöckchen, zarte. Nicht die mit Schokolade, die mich hier gerade so anlächeln und sagen, komm, iss mich und Körner. Unterschied Haferflocken, Haferkleie? Habe ich mal voll auswendig gewusst. Haferkleie, hier ist Zucker, nochmal Zucker. Haferkleie hat ein ganz klein bisschen mehr Eiweiß und das, was den Cholesterinspiegel, Alpha, Beta, irgendwas senkt, mehr. Und ist dadurch eigentlich ein bisschen die gesündere Variante, wobei sich dem auch nicht viel tut. Es ist halt viel, hier sind ja Flocken. Es ist halt viel weicher, deswegen mögen es manche nicht, weil das wirklich nur das geschrotet ist. Also du siehst es, wenn du hier rangehst. Ich mach mal 200 Gramm rein. Oh ja, das ist sehr klein. So, 100 Gramm Haferflöckli. Das Brot bin ich gespannt. Ich auch so sehr. So sehr. So, und jetzt habe ich, ich habe euch aufgeschrieben Leinsamen. Und ich habe mir aber jetzt, das gab es dann im Supermarkt und ich dachte, voll geil. Hier drin sind Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Rapskerne, Kürbiskerne und alles aus biologischer Produktion. Das ist schon alles, ihr Lieben. Achso, Prise Salz. Prise Salz machen wir noch rein. Achso, ich habe was vergessen, Chat. Wir brauchen ein Päckchen Backpulver. Warum sagt ihr nichts? Wie soll denn das aufgehen? Meiner. Das ist nur noch bis im November haltbar. Davon habe ich noch 2, 3. Leute, wisst ihr, was das heißt? Kuchen! Hast du mitbekommen? Das riecht ganz gut, muss ich sagen. Ja, ich bin noch sehr gespannt. Könnt ihr mir vorstellen, dass man vielleicht hätte Dinkelmehl mit reinnehmen können? Mhm. Und nicht ganz so viel Haferkleie, damit es noch mehr einen brotigen Charakter nachher bekommt, weil es durch den vielen Hafer... aber gucken wir mal. Regelmäßig vielleicht. Wenn man das Backpapier so knüllt, habt ihr mir gesagt, Chat, kann man das deutlich besser in die Form packen, weil es dann nicht so widerspenstig ist. Und ihr habt recht. Ihr habt selten recht, aber manchmal könnt ihr was. So, jetzt kommt das Ganze. Chat, Timer auf 40 Minuten in den Ofen drin rein. Jawohl. Auf geht's. Wir machen jetzt alles ready für unsere Suppe. Hund nicht in der Küche. Wenn du in der Küche bist, bist du Zutat. Ein Hund in der Küche. Ein Hund in der Küche. Zwiebeln? Mhm. Geil. Oh, nice. Schneidest du? Na, auf gar keinen Fall. Hast du jetzt... Ich habe nur 2 geschmissen und gehalten. Mit Essen spielt man nicht, das sind Lebensmittel. Wir brauchen 2 Zwiebeln. Meine Zwiebeln sind super klein, deswegen nehme ich 4 Zwiebeln. Die schneiden wir ganz grob.
zwei Zehen Knoblauch. Auch die schneiden wir ein bisschen. Dann packen wir erst die Zwiebeln in ein bisschen Öl. Wenn die glasig sind, kommt der Knoblauch dazu. In der Zeit, wo das Ganze schon mal so vor sich hin und einköchelt, kümmern wir uns um die Süßkartoffeln. Weine nicht, wenn du Zwiebeln schälst. Dam, dam. Dam, dam. Es gibt einen, der zu dir hält. Dam, dam. Dam, dam. So, we now need two Knoblauchzehen. Für alle, die keinen Knoblauch mögen, heißt es eine Knoblauchzehe wahrscheinlich, oder? Oder ist es tatsächlich gut? Ja, man kann auch nur eine reinmachen, aber wer mag denn keinen Knoblauch? Generell suspekte Leute wahrscheinlich. Knoblauch da rein. Oh, Knoblauch ist auch da drin gelandet. Nice. So, ich habe einfach ein ganz, ganz klein bisschen Wasser in den Topf reingemacht, damit die Zwiebelchen da jetzt im Wasser vor sich hin köcheln können, damit die uns nicht anbrennen. Wir aber in der Zeit die Süßkartoffel schälen und Knallen schneiden können, damit die auch reinkommt. Und dann kommt nochmal viel Wasser rein. Ich habe den Topf jetzt runtergeschalten auf 4. Es reicht aktuell. Jetzt kümmern wir uns um Le Süßkartoffel. Runtergeschalten. Runtergeschaltet. Dankeschön. Schnauze. So, ich gebe jetzt so viel Wasser rein, dass alles bedeckt ist. Und dann gebe ich, also dann sind das auch ungefähr so diese 1 Liter, 200, 750 Milliliter, die ich drin hatte. Und dann gebe ich noch ein Gemüsefondwürfelchen mit rein und dann kann das Ganze vor sich hin kochen. Wisst ihr, was wir vergessen haben in unserer Süßkartoffel-Chili-Suppe? Ja. So, ich habe Chili. Ich werde diese nicht per Zungentest testen. Chat, wie sieht denn das aus? Wären wir dafür, dass sie das dass Rabibi das macht? Testet? Krass, Rabibi testet das also. Weiß aber auch nicht, warum ich das jedes Mal wollen mache. Wollen wir eine Abstimmung machen, Chat? Ja, nein, Rabibi testet Chili mit wollen Zunge. Wollen wir eine Abstimmung machen, Tinker oder Rabe? Nee, ich habe letztes Mal so gelitten an der Chili, du bist dran. Ich habe davor so gelitten an der Chili. Ja, das heißt, ich letztes das heißt, Mal, ich bin du dran, das Mal Scheiße. Davor, du bist wieder dran. 3, 2, 1. Boah, schlimm, oder? Mach jetzt! Oh. Oh Gott. Ja, die kann was. Oh Gott, ja. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Wobei? Oh Gott, nee, tschüss. Findest du, die brennt lang nach? Ja, 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 ja. Also ich finde die ordentlich. Die wird immer noch schlimmer. Findest du? Ja, ich hatte aber so ein Korn im Gesicht auch. Wird alles püriert? Heißt, ich schmeiß das jetzt ohne Körner da rein. Und wir warten jetzt noch kurz auf das Brot. Wenn das fertig ist, holen wir das raus und packen das nur auf das Backpapier nochmal für 10 Minuten in den Ofen, damit es auch an der Seite schön knusprig wird. Oh, ich bin so ungeduldig und ich will es jetzt essen. Kurz mal hier hin. Oh, also sieht wirklich, wirklich, wirklich gut aus. So. Aber es ist schon recht knubbrig rundrum. Aber das kommt jetzt so nochmal aufs Backblech und für nochmal 10 Minütchen in den Ofen. Ich muss jetzt so eine Kartoffel probieren, um zu wissen, wie sich das macht. Ins Bauchi rein. Guck mal, hier ist eine ganz dünne kleine. Die wird schon durch sein. Heisch. Wer hätte denn damit rechnen können? Ja, wer hätte denn damit rechnen können? Schmeckt wie eine Süßkartoffel. Nice. Jetzt muss man so ein größeres andrücken, aber ich glaube, das ist eigentlich fast zu weit. Oh ja, das ist super weich. Ich püriere das jetzt. Okay. Ich habe so Hunger, Chat. Sieht aber, holy shit, sieht das gut aus. Jawohl. Wie mir das Wasser im Munde zerfließt, du. Ich kam gerade in den Stream und dachte, das wäre Werbung. Das ist ein Kompliment, das was ich so mitnehme. Das ist tatsächlich ein krasses Kompliment. Oh mein Gott. Mhm. Die Kombi ist nice, oder? Boah, ist das lecker.
Mm. Ihr Lieben, das war unsere Süßkartoffel-Chili-Suppe. Perfekt jetzt für die kalten Wintertage. In Kombination mit dem Eiweißbrot. Super perfekt. Ich lasse mir den Rest jetzt noch schmecken. Und wir sehen uns im nächsten Video.